Jetzt. Hallihallo, Hallöchen! Hier ist euer Platinplatzbecken und der Starweg und der hinter uns oder so, keine Ahnung. Wir hatten gerade Ruhe. Nee, der hinter uns hat gerade keine Liftachse. Das ist hier von den Kollegen, die nebendran sind. Ja, ich grüße auf jeden Fall mal alle. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Tommy ist zwar diese Tour wieder nicht dabei, wir fahren aber jetzt auch von Kiel nach Hannover zurück, um ihn natürlich in der darauffolgenden Folge abzuholen. Genau, und ich habe mir was überlegt, in den nächsten zwei Folgen würde ich sogar sagen, fahre ich sogar leer hinterher. Wieso? Dann, naja, dass Tommy eben dann das Geld kriegt oder die Erfahrung, je nachdem, müssen wir mal überlegen. Es war gerade so ein Gedanke für mich gewesen. Gut, Starving. Schön, dass du mit dabei bist. Die letzte Tour war ja wirklich sehr spannend gewesen, gerade so unterwegs zu sein. Wir haben schon mal die Fracht schon mal ausgesucht. Ich fahre eigentlich mal einen Bagger und Starving, Mistschrecker, was fährst du? Ich fahre Druckbehälter. Druckbehälter, okay. So, hab ich freie Bahn, ja, ne? Ja. Gut. So, Starving, ich habe dir ja gesagt, vor der Aufnahme, du kannst dir ja mal ein kleines Thema einfallen lassen und da bin ich ja mal gespannt. Ja, also ich habe mir mal einfallen gelassen, Thema alte Spiele. Wir hatten es ja eben in der Offscreen mit diesem netten Typen, den du bei dir oben in deinem Bildchen hast. Wie heißt er noch gleich? Ah, ich vergesse den Namen immer. Ape. Damals das Spiel. Kam das doch, da kam dann noch auf der PlayStation 1 raus, oder? Ja, genau. Der das kam dort noch raus, ne? Und es hieß damals Ape Odyssey. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aber es war zumindest in die Richtung und das war so ein kleiner, lachender, furzender Alien. Kleiner, lachender, furzender Alien. Kleiner, lachender, furzender Alien. Definitiv, der hatte Spaß gemacht, also. Nö. Sag doch, kleiner furzender lachender Alien. Darf ich durch meine Fracht fahren, um die Fracht anzudocken? Weil sie nämlich eben in der Aufnahme durch die Weltgeschichte geschossen worden ist. Oh, dann können wir hoffen, dass deine Fracht noch ganz ist. Oh, Tatsache, die ist sogar noch ganz. Hast du Glück gehabt, weil meine nämlich letztens 92% beschädigt war. Ich weiß gar nicht, war das in der Aufnahme drin? Ja, ne? Ich glaube. Ja, die hattest du aber nicht angenommen. Ne, die habe ich dann fallen gelassen. Also gar nicht erst weitergefahren, weil das bringt nicht. Also ab einem gewissen Grad muss ich alles sagen, wenn es dann nicht mal ein Eigenverschulden ist, ab einem gewissen Grad kann man das dann sagen, okay, dann lässt man die Fracht fallen, aber man tut nicht neu laden. Also das mache ich zum Beispiel nicht, aber man lässt die Fracht dann eben fallen und fertig gar nicht erst weiter. Tja, alte Spiele. Was hast du denn so selbst früher an alten Spielen gespielt? Was ist denn eigentlich dein Lieblingsspiel gewesen auf dem PC zum Beispiel? Auf dem PC, mein Lieblingsspiel. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das nennt sich Total Annihilation. Nee, sagt mir gerade nicht. Das ist ein Echtzeitstrategiespiel. Du bist so ein komischer Roboter und musst gucken, dass du Ressourcen zusammenbekommst, um eine Streitmacht aufzubauen. Also das ganze klassische Prinzip. So ähnlich okay. Wie das CC, also Commander Conqueror oder der ganze Kram. Und Ziel war einfach nur, du musst überleben, denn du bist da auf dem Planeten oder auf dem gestrandet und weißt nicht, wie du da wegkommst. Okay, also so ein praktisches Aufbaustrategie-Survival-Game. Genau. So in die Richtung. Recht interessant gemacht zur damaligen Zeit. Ich glaube, man kann es mit dem heutigen Maßstab vergleichen mit Supreme Commander 1 und 2. Okay. Sagt noch was. Ich hab so. Also, ich hab damals. Was hast du damit angefangen? Mit Konsole oder PC? Konsole. Lass mich raten, das war die PlayStation. Ja. Nein, noch nicht mal. Gameboy.
okay, na gut. Einen Gameboy hatte ich auch. Den habe ich sogar heute noch. Also, zumindest in 3DS, ne? Also, man möchte ja dann schon ein bisschen Fortschritter sein. So, gut, du kannst. So, da kommt gerade jemand schon überholen, Achtung. Ja. Er fährt jetzt. Ne, er fährt nicht drüber. Ja. Das Lustigste ist, das erste Spiel für meinen Gameboy, den ersten Gameboy, das erste Spiel für meinen Gameboy war ein Autorennspiel. Okay, mein erstes Spiel von Gameboy war Super Mario. Nee. Ja, das kam bei mir danach. Tetris, stopp. Tetris war das erste, was ich hatte, weil es war dazu. Das gab es ja damals schon dazu und dann hatte ich Super Mario. Und das habe ich gesuchtet bis zum Unfall. Ach, weißt du was, wir biegen jetzt einfach mal hier ab und fahren durch die Gasse hier. Okay, können wir machen. Da kommen wir nämlich dann auch gleich auf die Hauptstraße. Aber meine erste Konsole kann man nicht sagen, also PC eigentlich auch nicht. Na gut, eigentlich war es schon ein PC gewesen. Ich hatte damals einen, oh Gott, hoffentlich krieg ich es noch zusammen, also einen Commodore 64, nee, war es nicht, es war ein Commodore, aber in der PC-Version mit Kassette. Also sprich Kassette, ne? Ja. Du musstest da noch einlegen und musstest da noch laden und musstest da noch Play drücken, das ist dann immer... Mann. Ja, das kannte ich auch noch. Das hat mein Vater hat den damals gehabt. Später im Verlauf durfte ich dann mit dem C64 dann, also sprich Commodore 64, dann auch machen, was ich wollte. Den danach, Commodore 64 hatte ich danach, ne? Genau. Hatte was kam danach? Danach kam bei mir der Amiga. Oh, 500? Ja. Den hatte ich auch, hatte meine Schwester gehabt. Den habe ich auch mal gerne dran gesessen. Dann hatte ich selbst den von der Nachbarin bekommen, weil die brauchte den nicht mehr. Aber meine erste Spielkonsole, die ich generell hatte, war der Atari. Atari, wie war das? 2000, schieß mich dort. 2600 oder so. Ne, bei mir war das, wie heißt das Ding noch? Weiß nicht auf den Namen. Mega Drive, wie heißt, von wem kam das Ding? Oh Gott, Mega Drive, kenne ich auch noch. Wo man Sonic drauf gespielt hat und der ganze Kram. Also Sonic Sega? War der Igel. Ja. Das Sega Mega Drive, ne? Genau, Sega. Das war so meine erste Spielkonsole. Ne, die hat man danach in Atari gehabt, also so war es nie. Danach, also nach dem Sega, nach dem Amiga, hatte ich dann meinen Commodore vorher und nach dem C64, also hatte ich generell eigentlich alles gehabt, hatte ich dann eine PlayStation 1 geholt, genau. Das weiß ich auch noch. Eine PlayStation 1 hatte ich dann, wenn ich in den rechten Sinne. Das war dann meine erste wirkliche Spielekonsole. Na gut. Und welches Spiel hast du gehabt bei der PlayStation das erste? Oh, was war mein erstes PlayStation-Spiel? Weiß ich gar nicht. Ich weiß es heute noch. Doch, ich weiß es. Und zwar, da bin ich schon damals in die Schiene des Sci-Fis gegangen. Da kam Connolly Wars, war mein erstes Spiel. Vom Namen her sagt es mir was, ne? Okay, mein allererstes Spiel kennt bestimmt jeder. Und da wird bestimmt jeder sagen, hatte ich auch. Weil das bestimmt so 85% der PlayStation-Spiele alle hatten. Und das war Tomb Raider. Ja, klar. Die gute Lara Croft. Genau, so ist das. Aber das war, also damals war es auch noch Lara Croft gewesen. Gut, ist ja heute immer noch. Also jetzt finde ich sie. Also jetzt finde ich sie ein bisschen besser animiert. In der Hinsicht, ne? Also im aktuellen, was sie halt das letzte, was sie rausgebracht haben, finde ich sie besser animiert. Also da musste ich im letzten Teil ganz schön mittrauern. Aber wir wollen ja eher auch so von Computerspielen rübergehen. Von früher. Gut. Dann hatte ich aber auch PlayStation-technisch hatte ich dann. Was war denn das noch für ein Spiel, Mensch? Nur eine kurze Zwischenfrage. Kommst du da hinten noch mit oder muss ich langsam machen? Ich fahr 80. Ich hab dich vor mir.
Entweder täuscht das? Täuscht so, als wärst du so weit weg? Nee, nee, du bist genau vor mir. Ich seh dich. Gut. Och, Minka, bei dir fährt eine Katze mit, ist auch nicht schlecht. Ja, nee, meine Frau ist gerade nach Hause gekommen und jetzt quengelt meine Katze erstmal wieder rum, dass sie irgendwas haben will. Ah, typisch. Ja. Typisch Haustiere. Ach, das ist nicht nur bei Haustieren so, das ist bei Kindern generell so. Papa oder Mama kommen nach Hause. Oh, Mama, Papa, ich will das haben. Na, so weit bin ich noch nie. Ich habe zwar ein Kind, aber so weit ist jetzt unsere. Ich habe zwar eine Tochter, die lebt aber leider nicht bei mir. Vorne ohne Licht! 150. Was? Hä? Ich hab doch Licht an. Ich hatte Standlicht an, aber. Licht? Ich müsste fahren ohne Licht. Müsste ich 150 Euro bezahlen. Und, hä, wieso? Regnet's bei dir? Ich hatte nur. Jupp. Ach so, okay, ja. Ich hatte aber Standlicht an. So Licht. Ja, das zählt nicht. Du musst dann schon das Licht normal anschalten. Ach so. Das erklärt auch, warum du so weit hinten bist. Ich bin gerade ziemlich weit aufschlüssig hier bei dir. Gut, wir sind eigentlich gerade. Ich habe dich eigentlich gerade unterbrochen. Was war das nächste Spiel bei dir? Oh Gott, ich bin gerade überlegen. Das war Tomb Raider. Das war Resident Evil. Resident Evil? Okay. Ja, Resident Evil, genau. Und bei dir? Bei mir, was war dann danach? Ihr werdet es kaum glauben, danach kam wieder ein Rennspiel und zwar Micro Machines. Aha! Okay. Gut, dann lassen wir mal die Konsolengeschichte jetzt weg. Was kam nach der Konsole bei dir? Nach der Konsole bei mir. Also nach der PlayStation. Erstmal gar nichts, weil da kam erstmal meine Ausbildung und da hatte ich dann natürlich dann das Glück gehabt, dass dann. Ich da ein paar Freunde hatte, die dann die PlayStation 2 angeschafft hatten und wir dann darauf zum Beispiel wieder ein Rennspiel und zwar Gran Turismo gezockt haben, wie verrückt. Und natürlich Wrestling. SmackDown und der ganze Kram. Da haben wir eine richtige Liga aufgebaut gehabt. Nicht schlecht. Aber ich muss sagen, bei mir kam der Club nach der PlayStation 1, kam bei mir Club der PC. Genau, da kam der PC dann, mein allererster. Und dann, währenddessen ich schon hatte, habe ich mir dann später auch noch durch. Nee, ich hatte den PC eine ganze Weile. Zwischendrin hatte ich mal noch die PS1 gehabt. Die hatte ich auch mal noch zugelegt. Die PS1 ist doch eigentlich nur die Erweiterung von der ersten PlayStation 1 gewesen, oder? Ja, die war aber kleiner und dünner. Ne, genau. Was hatte die eigentlich für Vorzüge gehabt gegenüber die alte PlayStation 1? Die war leiser. Die war leiser und hatte ein bisschen. Ja, die war leiser und hat ein bisschen mehr Power gehabt. Alleine jetzt von der Lesegeschwindigkeit, ja. Von der Grafik her war es dieselbe. Okay. Okay. Gut, ich hatte einen PC, PS1 ist zwischendrin. Doch, das war's eigentlich schon. Dann hatte ich später dann, oh Gott, weitaus später nach meiner Ausbildung, hatte ich mir dann durch einen Motorradunfall, den ich leider hatte, hatte ich danach dann 6 Wochen krank und habe so ein Motorrad alles gehabt und bla. Und dann hatte ich aber gleich im Anschluss eine Ferienarbeit gemacht von 6 Wochen. Und dort habe ich mir die PlayStation 2 gekauft. Und dazu gehöre ich dann, weil ich damals so scharf drauf war, Final Fantasy X. Aber Gran Turismo, das war auch eins der Muss. Aber Final Fantasy X, das ist immer noch eins meiner Favoriten generell von den ganzen PlayStation-Serien. Spielen. Ja, gerade das Blitzball-Spielen oder so, das war so. Oh, Alter, das war geil. Blitzball. Das war geil. Fußball und, naja, gut, was? Fußball, Handball unter Wasser. Ne, genau. Zu geil. Ja, ne, mit das war richtig. Hatte ich angefangen mit der 7er Reihe. Also Final Fantasy 7. Ich hatte glaube noch die in zuvor ab damals mal reingeschnuppert, das, wenn ich mich recht entsinne. Gut, nach der PS2, was hast du denn dann gehabt eigentlich? Danach kam nichts mehr. Danach war, PS2 hatte ich ja selbst nicht gehabt zu dem Zeitpunkt.
Danach kam ja dann eigentlich direkt der PC. Ja, und war es dann eigentlich auch schon. Gut. Okay, dann kann ich ja mal weitermachen. Nach der PlayStation 2, die hatte ich dann ab einem gewissen Punkt nicht mehr, hatte ich dann als Handheld die PS Vita. Ne, die PSP, so rum. PlayStation Portable. Die hatte ich lange. Es sollte ja eigentlich ein Konkurrenzmodell gewesen sein zu der Nintendo-Reihe. Zum Game Gear, oder? Nintendo oder was Game Gear? Nein, nein, Nintendo. Also zu den Gameboy-Teilen, Dinger. Okay. War das eigentlich gar nicht. Direkte Konkurrenz dafür. Hieß es zumindest. Ob es so ist, wissen wir alles nicht. Also ich weiß es zumindest nicht und Starving auch nicht. Wir möchten sie nichts behaupten, ne? Also. Wir möchten ja keine Feindseligkeiten ansprechen, aber. Ja, natürlich nicht. Wir diskutieren darüber. Genau. Gut, PSP, na gut, stimmt schon. Es war eigentlich ein ganz guter Konkurrent gewesen. Also, du hattest auch gute Spiele, gute Grafik gehabt und das einzige Nachteil war, du konntest auch nicht bei Licht, also nicht bei Sonnenschein draußen spielen. Das ging nicht. Wie beim Gameboy. Ja, außer du hast dich irgendwo in den Schatten gesetzt. Genau. Und da ging es auch nur bedingt. Also, drinnen spielen war trotzdem Pflicht, weil sonst hast du echt nicht gesehen. Oder halt bei Freunden dann so gegeneinander, wenn du jemanden hattest. Gut, nichtsdestotrotz, was hatte ich denn noch? PSP. Den PC hatte ich währenddessen immer noch. Ich glaube, dann schon fast aufgerüstet. Das erste Mal, das zweite Mal dann schon. Die PS2 hatte ich dann schon lange verkauft gehabt. Und von der PS2 an hatte ich dann keine PlayStation mehr. Weder dann die PS Vita hatte ich auch später dann verkauft. Die PS3 zum Beispiel hatte ich gar nicht. Ich hatte dann nur zwischendrin hatte ich meinen PC gehabt, generell. Also bei PC bin ich sehr lange geblieben, bis heute. Ich bin regelrechter PC-Fan und deswegen zocke ich also gerne. Achtung, auf der rechten Seite ein Camper. Okay. Der lässt mich sogar immer rein, sehr nett. Gut, nichtsdestotrotz, PC bin ich dabei geblieben, bis heute. Und ich hatte dann zwischendrin auch mal eine Xbox 360. Elite. Okay. Die hatte ich auch mal gehabt. Ungefähr so 2 Monate. Ja, als ich meine Frau kennengelernt habe, hatten wir dann zu der Zeit sogar eine Wii. Oh, die Wii hatte ich auch noch. Die hatte ich mir auch jetzt mal so vor ein paar Jahren, drei Jahren zugelegt. Da hatte ich dann die Xbox 360 nicht mehr, weil, ja, das ist eine ganz andere Geschichte. Wofür ich dafür eigentlich überhaupt nichts kann, aber okay. Bist du noch hinter mir? Das ist auch noch hinter dir. Ich bin zwar so noch hinter dir, aber nicht mehr so nah. Hannover! Wir haben Hannover unser Ziel erreicht. Sehr schön. Gut, lass mich raten, du bist dann, auch die Wii habt ihr immer noch? Nein, die Wii haben wir damals dann einer Familie mit Kindern gegeben, die es dann besser nutzen konnten als wir. Okay, no, habt ihr recht gemacht. Wir haben unsere Wii immer noch. Und wie gesagt, ich hatte die PlayStation 3 nie gehabt. In keinster Weise. Nicht mal ausgeliehen, gar nichts, weil ich weiß nicht, irgendwie hatte ich keinen Drang danach zu der PlayStation 3. Das war für mich nicht so das Ding gewesen. War auch so klopisch. Aber nichtsdestotrotz. Eben mal mit PlayStation 1 angefangen, ne? Hat man trotzdem irgendwann wieder eine PlayStation. Und da habe ich mir letztes Jahr eine PlayStation 4 zugelegt. Wie ihr da auf meinem Kanal sehen könnt. Ja, und seitdem spiele ich PlayStation 4 und PC. Was ist denn los? Ja, da haben sich gerade 2 behakt da vorne. Okay. Ja, das ist eigentlich so die ganze Konsolen-PC-Geschichte von mir und vom Starving. Ich denke mal, Starving, hast du noch irgendwas zwischendrin gehabt oder so? Handheld-technisch? Was? Handhelden-technisch? Nee. Also wir hatten damals noch ein Game Gear zwischendrin mal. Das hatte ich mal noch. Hier backt gerade ziemlich ein LKW rum. Bei mir. Ja.
Gut, ja, nee, sonst hatte ich eigentlich auch nichts weiter. Game Gear, Game Boy, Game Boy Color hatte ich nie. Hatte ich, doch, hatte ich, glaube auch. Also, ich hatte eigentlich fast alles gehabt, sozusagen. Ui, also, da fliegt ein LKW weg. Bei dir, okay. Also, hat eigentlich sozusagen fast alles, also eigentlich alles gehabt. Meine Eltern haben mir eigentlich sozusagen so gut wie alles ermöglicht. Ja, unsere Freunde, was aber nichtsdestotrotz. Da hast du deinen Stau. Okay. Na, so viel Stau ist es ja noch nie. Na, es ist schon Stau genug, wenn die sich hier. Die schieben schon wieder die ganzen Hänger zusammen. Bla bla bla. Ich habe ein Standbild. Wunderbar. Super. Ja, nichtsdestotrotz, also haben du ich noch, wie gesagt, die PlayStation 4, die werde ich auch nicht wieder hergeben, Gottes Willen. Finde ich richtig gut, dass ich die geholt habe. Und was ich noch habe, ist der Nintendo 3DS XL, also die Vorgängerversion zu dem jetzigen Modell. Jetzt geht es wieder neuen. Die hatten wir auch. XL. Ne? Und ja, mein PC habe ich noch. Also nicht noch, sondern den werde ich immer behalten. Also. Ja. Und sonst? Ja. Dabei geblieben. Das ist mal so viel zu Starwings Geschichte und zu meiner. Fand ich mal recht interessant. Ja, und wie ihr wisst, Starwing hat sehr viel Rennspiele gespielt. Ja. Deswegen ist er heute im Training immer noch Erster. Ach Quatsch, erzähl nix. In dem Auftaktrennen der Saison, also der Funrace-Saison, wurde ich ja Vierter und Letzter. Naja, zu mein Gott. Zu sehen in den nächsten Tagen auf meinem Kanal. Beziehungsweise werdet ihr bestimmt schon gesehen haben, weil das Video von heute wird ja später rauskommen als dein Video. Naja, es gibt sehr viel zu arbeiten dran, also daher. Ich vermute, dass ich erst am Freitag mit dem Video rauskomme. Also bist du trotzdem noch eher als ich, ne, genau. Da bist du ja, wie gesagt, na genau, da bist du eher als ich, weil das wird nämlich am Sonntag rauskommen. Na gut, dann kommt eben deins am Sonntag raus, dann habt ihr es hoffentlich schon gesehen. Falls nicht, könnt ihr ja anschließend noch reinklicken oder reinschauen, wie ich mich da anstelle und die anderen. No, ich werde auch den Link von deinem Trackmania Rennen, den ersten Teil, den werde ich bei mir hier in der Videobeschreibung unten drunter auch verlinken. Da könnt ihr gerne auch draufklicken und reingucken. Da müsst ihr nicht lange suchen. Und könnt ihr generell mal bei Starwing mal vorbeischauen, da wird sich riesig freuen. Und sagt einen schönen Gruß von mir. So, dann fahre ich schon mal hier aus der Abladebucht raus und warte draußen auf dich, denn wir müssen ja noch zum Steinbruch fahren. Wir sind ja noch nicht fertig. Genau so ist das. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir fahren zum Steinbruch zurück, denn wir möchten den Tommy dann beim nächsten Mal dort abholen. So. Hier. Du schiebst auch gerade genüsslich die Hänger weg. Echt? Ja. Sieht bei mir aber nicht so aus, muss ich alles sagen. Du hast gerade zwei Hänger aufeinander gelegt. Okay, wir müssen gucken hier. Der war gerade grün. So, jetzt habe ich grün. Ich hänge das Ding jetzt auch ab, so wie es ist. Ich bin drinne. Auch wenn ich nicht gerade so 100% akkurat drinne stehe. Aber es steht zumindest drin, es war grün. Und ich denke mal, der wird dann bestimmt das nächste Mal von hier abgeholt und weitergefahren. Weil ich denke mal nicht, dass sie dann hier in der Halle brauchen.
So, neue Teile sind verfügbar. Was haben wir denn so schönes? Ein paar neue Räder haben wir. Ja, ich bin dabei. Ich bin schon unterwegs. Fahren. So. Genau, ich bin immer dabei. Sie sind immer so freundlich und fahren dann eigentlich auch immer gleich weg. So, ja, du stehst hier rechts. Ich habe gewartet, bis du fertig geparkt hast. Echt? Oh, ist aber nicht. Dankeschön. Ich werde mal versuchen. Also, kann man da nicht auch Schriften einfügen? Das wäre mal cool. Da könnte man mal zumindest auch mal. Vielleicht mal Kanalwerbung machen. Aber apropos Werbung, währenddessen wir zum Steinbruch fahren. Wenn jemand mein Logo und meinen Namen und generell jemanden sieht mit meiner Aufschrift als T-Shirt oder auf einer Jacke. Wenn es eine Jacke ist, dann kann ich sagen, der hat mich entdeckt. Ne? Denn das bin ich selbst, wenn nicht noch jemand eine Jacke gekauft hat. Und wenn es ein T-Shirt ist, und es ist weiblich, ist es meine Frau. Und wenn es eine männliche Person ist, dann ist es entweder mein Kumpel oder ich. Denn ich habe nämlich... Ja, hub doch mal nicht so. Ja, wir wissen's. Denn wir haben nämlich Werbung T-Shirts drucken lassen und natürlich auch eine Jacke habe ich mir drucken lassen. Und wer denn generell was von mir haben möchte, Schlüsselband, T-Shirt oder so, oder ein Basecap, der kann dann gerne auf meinem Kanal vorbeigucken. Da gibt es Fanartikel zu kaufen von mir. Könnt ihr gerne zugreifen. Und nur mal so am Rande nebenbei. Aber wie gesagt, wenn ihr mich treffen solltet, also jemanden mit Jacke, das bin dann ich selbst und vielleicht gewinnt ihr ja an der ganzen Sache auch was. Du machst ein Laufrennspiel, ja? So ähnlich. Wenn es dann soweit ist, dann kriegt derjenige dann schon noch vorne. Mach's doch so. Wer mich sieht, macht ein Foto, schickt es mir per E-Mail, bitte hier einblenden, E-Mail-Adresse einblenden und vielleicht gewinnt ihr auch was. Ja, es wird generell dann mal so als Spoiler ein bisschen bei mir mal noch ein Gewinnspiel geben, aber nur ab einer gewissen Zuschauerzahl, also jetzt generell von meinen ganzen Videos. Und bis das soweit ist, dauert es noch ein kleines bisschen. Wie meinst du Zuschauerzahl? Abonnenten oder Klicks? Nee, Abonnenten nicht, generell allgemeine komplette Klicks. Ah ja. Warte, dass ich nicht in deiner Ecke wohne. Nee, Abonnenten nicht. Also bei Abonnenten, das ist eine ganz andere Sache. Ich bin eben auch nicht so Abonnenten geil wie manch andere, ne, Starving. Also dich meine ich nicht, aber ich meine jetzt, das kennst du da bestimmt auch Leute, die so richtig Abonnenten geil sind. Ich wollte gerade sagen, wolltest du... Nee, Gottes Willen, leidigen. Gottes Willen. Nein, niemals, niemals. Dafür kenne ich dich schon viel zu lange, um zu sagen, wie das Abonnenten geil. Naja, mein Gott. Das sind nur seit ein paar Stunden, also. Nee, Quatsch, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Nur regelrecht zusammengespielt haben wir halt noch nicht so wirklich mal. Und das ist alles durch Zufall und durch Sephiroth ist das irgendwie alles dazu gekommen. Aber egal, ist eine andere Geschichte. Die wir euch vielleicht mal irgendwann anders mal erklären. Eventuell. Falls ihr die Geschichte hören wollt, schreibt es hier unten in die Kommentare. Dafür ist das nämlich da. Genau. Und weißt du, was mir gerade auffällt? Was denn? Ich arguliere mit meinen Händen, obwohl es ja keiner sieht. Ja, das kenne ich irgendwo her. Ich bin zum Glück nicht so. Also zumindest ist vom Bildschirm nicht so. Es sei denn, ich habe gerade meine Hände frei. Dann kann es so passieren, dass ich meine Hände mal zunehme, zum mich zu artikulieren. Aber das sieht ja immer keiner. Aber ich hatte schon mal eine Anfrage gehabt, ob ich denn auch mal mit einer Webcam aufnehme. Ja, Webcam. Ich bin auch noch am überlegen, ob ich meine alte Webcam irgendwie auspacke, die hier auf den Fernseher klatsche und dann aufnehme. Wie das wird. Naja, bei mir würde. Also bei mir würde die Webcam gleich wieder platzen und da würden gar keiner mehr zugucken, wenn die mich sehen würden. Also da lasse ich es gleich von vorne rein. Meine Frau meinte gerade im Hintergrund, das wird teuer. Mein Schatzi da, wird nicht einfach so angeguckt über irgendwelche Let's Plays. Dann müssen sie schon richtig blechen müssen. Geil. Okay. So,
aber vielleicht können wir ja auch mal ein Treffen organisieren, wo wir uns alle mal treffen und mal ein schönes, weiß ich nicht, was trinken gehen, also Cola, Wasser oder so. Weil ich trinke ja kein Bier. Cola, Wasser in Anführungszeichen, gell? Nö, ich bin kein. Also alkoholtechnisch trinke ich überhaupt nicht viel. Also ein Bier trinke ich erstens überhaupt nie. Maximal mal ein Mixery oder sowas. Ja, das reicht und doch sonst aus. Trinke ich mal noch. Und sonst trinke ich mal noch ein Weinchen, aber auch in seltensten Fällen bei einer Frau mal zusammen. Deswegen haben wir auch schöne teure Weine da. Ja, umsonst eigentlich gar nicht. Also nicht mehr. Ich habe mal mich an manchen Sachen dran übersoffen. Und das ist dann eben dann der Preis dafür, dass ich es dann eben nicht mehr trinke. Och, wieso geht das Ding in die Bremse? Ich hat gerade die Bremse zugehauen. Egal, aber vielleicht können wir ja mal ein Treffen organisieren. Vielleicht auch mal zur Gamescom. Da weiß ich noch nicht. Ich habe zwar das Ziel, auf die Gamescom zu gehen, es liegt aber wirklich an das finanzielle Problem. Wie ja, sagen wir mal so. Wie Übernachtungsmöglichkeiten es existieren, weil von hier nach Hannover auf die Gamescom ist schon ein großes Stückchen. Köln. Die Gamescom ist in Köln. Auch noch. Noch weiter weg. Ja. Die Hannover ist die Cebit-Klöbel. Ach so. Aber das mit dem ganzen Übernachten und Co. und hin und her, ne? Also das können wir ja mal in Ruhe besprechen. Alleine, da wir ja schon alle mal Let's Player sind, wäre das mal generell meine geile Idee, dass wir uns eventuell mal generell irgendwo treffen und uns dort mal vielleicht mal eine Runde quatschen zusammen und ein bisschen so kennenlernen, außerhalb der Videos. Ja. So, dann bist du ganz links. Ja, ich stand ganz links. Ich stand da am Scheißhaus. Gut, wo stand ich denn? Boah, ich stand da, glaube ich, genau. Ich bin gegen die Mauer geknallt. Und ja, an Gamescom müssen wir mal sehen. Ich wollte dies schon eigentlich gerne hin. Aber bei mir wird es aus Zeitgründen nichts. Und es ist ja auch eine ganz schöne Strecke, wie du schon sagtest. Auch selbst für mich aus ist es eine ganz schöne Strecke. Und ja, es sei denn, uns sponsert jemand die Strecke und die Fahrt bis hin und die Eintrittskarte, dann lassen wir gerne mit uns reden. Ja, auf jeden Fall ist es von hier, also wo ich wohne, mal gut 200-300 Kilometer, also ist ein Riesenstück. Bei mir eigentlich auch. Da wohnen wir eigentlich schon fast nur näher. In der Hinsicht gesehen, ne? Von Entfernung von nach Köln gesehen. Gut, nichtsdestotrotz, das tun wir uns irgendwann mal überlegen, mal ganz in Ruhe und ja. Mir hat es Spaß gemacht, Starving. Es war wieder eine sehr spannende und interessante Fahrt. Ja, zumal richtig informativ. Hätte ich nicht gedacht, dass wir fast so ähnliche Parallelen zum Thema Konsolen hatten. No, hätte ich auch nicht gedacht. Ah, ja. Aber wie gesagt, auch sehr interessant, sogar. Ne? Ja, ich hoffe auf jeden genau Fall, so ist dass das. Es euch Zuschauer auch gefallen hat, denn die grüße ich nämlich hier mit dir, unsere Spontan-Zuschauer. Deine Spontan-Zuschauer, sorry. Deine Abonnenten und natürlich alle anderen, die gerne gegrüßt werden wollen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls nicht, lasst einen Kommentar da. Es ist immer wichtig, eure Meinung zu wissen, denn so können wir nämlich gucken, dass wir unser Format, Plattis Format, verbessern können. Jo, das stimmt. Und ich grüße auch mal deine Abonnenten alleine schon. Vielleicht kommen sie ja hier mal drauf zu. Vielleicht guckt auch jemand von deinen Abonnenten bei mir zu oder von deinen Leuten. Und ja, die grüße ich genauso alle. Ich grüße deine Frau übrigens. Stimmt, das muss ich ja auch noch machen, bevor sie wieder mit der Bratpfanne kommt. Patzi, ich liebe dich. Und vergesse dich nicht. Ein kleiner macht's Gong, pass auf. Garantiert. Und ja, umsonst den Tommy grüßen wir. Wie gesagt, Tommy, wir sind wieder am Original-Vorstand, um dich ja wieder mit abzuholen. Und wie wir das Ganze machen, werden wir noch bereden. Vielleicht haben wir es schon besprochen. Schauen wir mal. Und
Ja, ich würde mich freuen, wieder auf die nächste Tour mit dir zusammen. Vielleicht auch mal in einem Livestream. Vielleicht sind wir auch alle drei dann in einem Livestream dabei. Schauen wir mal, wie das Ganze wird. Dann aber nur über meinen Kanal eventuell. Vielleicht auch über Starmings Kanal. Gucken wir mal, ob das alles so funktionieren täte. Und ja, nichtsdestotrotz, ich wünsche allen noch eine schöne Woche, einen schönen Abend, einen schönen Tag. Je nachdem, wann ihr das Video seht. Hinterlasst bitte Kommentare und Daumen nicht vergessen. Und wenn nicht, hat es uns trotzdem gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Bloody Blattbecken und natürlich der Starving. Jo, ciao. Und klickt ganz freiwillig hier rein. Nein, Quatsch. Bis dann. Man hört sich, man sieht sich, man liest sich.